Hier im Europäischen Parlament in Brüssel hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel heute ihr Programm, unser Programm zur deutschen Ratspräsidentschaft erläutert. Viele Abgeordnete waren gespannt, zum einen, was sie anspricht. Die Themen liegen eigentlich auf der Hand. Recovery Fund, also wie bauen wir Europa nach Corona wieder auf. Das Thema Green Deal, das Thema Brexit, wie gehen wir damit um? Aber ich glaube, für viele war es noch viel wichtiger, wie sie es anspricht, wie sie zu den Abgeordneten aus 27 Nationen spricht. Wollen wir Europa? Dann braucht es das, wovon ich heute gesprochen habe. Dann braucht es die Grundrechte und den Zusammenhalt. Dann braucht es Antworten auf den Klimawandel und die Digitalisierung. Dann braucht es Europas Verantwortung in der Welt. Dann müssen wir Europa grüner, digitaler und damit innovativer und wettbewerbsfähiger gestalten. Denn Europa soll international für eine Ordnung des Rechts stehen. Und Europa soll international für Innovation und Nachhaltigkeit stehen. Das ist die Vision für Europa. Die Bundeskanzlerin genießt hier in Brüssel bei vielen, nicht nur bei den Regierungschefs, sondern auch bei vielen Abgeordneten, einen hohen Stellenwert. Und das, was sie sagt, das wird sehr genau beobachtet, das wird sehr genau ausgewertet. Und ich glaube, so wie sie es heute rübergebracht hat und auch so, wie sie es gesagt hat, ist es, glaube ich, eine gute Basis für die nächsten 6 Monate. Wir haben jetzt 6 Monate Zeit. Die deutsche Ratspräsidentschaft geht bis zum Ende dieses Jahres. Wir haben uns viel vorgenommen und mich als deutschen Abgeordneten wird es natürlich besonders mit Freude erfüllen, hier mit meinen Kollegen auch aus dem Bundestag, aber vor allen Dingen aus den Bundesministerien zusammenzuarbeiten. Ich werde darüber in den nächsten Wochen noch stärker als in der Vergangenheit vielleicht auch berichten, was man in einer solchen Ratspräsidentschaft macht. Auch darüber berichten, welche Erfolge wir hoffentlich am Ende erzielt haben. Bis zum nächsten Mal hier aus Brüssel, euer Sven Schulze.